Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Schön, dass ihr wieder bei Wusstest du dabei seid und heute geht's um verrückte Erfindungen, die gar nicht mal so dumm sind und die ich mir wahrscheinlich auch selbst kaufen würde. Und damit wir nicht so viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wusstest du schon? Als erstes hätten wir aus Japan Hausschuhe mit eingebauten LED-Lampen. Und das ist sowas von cool. Ich meine, wer von euch kennt es nicht, dass man nachts irgendwann rausgeht in die Küche, um sich was zu essen zu holen und schlägt sich einfach verdammt nochmal den Fußzehen. Das tut höllisch weh und kann damit, glaube ich, perfekt vermieden werden. An zweiter Stelle hätten wir eine Pizzaschaufel mit integrierter Schere. Scheiße, ist das geil. Denn ich meine, zumindest bei mir ist es so, immer wenn ich eine Pizza aus dem Ofen hole und will sie mit so einem Pizzaschneider klein schneiden, verrutscht mir irgendwie die Salami oder der Käse, zieht sich ewig lang und mit so einer Schere ist das bestimmt endgeil. Weiter geht's mit einem Notizblock, der wasserfest ist. Und den könnte ich sogar sehr gut gebrauchen. Und zwar deswegen, weil mir viele Ideen für Videos und für andere Dinge entweder kurz vorm Einschlafen im Bett oder unter der Dusche kommen. Und unter der Dusche kann man das halt nirgendwo aufschreiben und muss es sich irgendwie behalten. Und wenn man dann rausgeht aus der Dusche, ist es meistens wieder weg aus dem Kopf. Auch ins Video geschafft haben es die Plastik-Fingerhandschuhe für Chicken Wings. Denn ich muss zugeben, dass ich Chicken Wings und allgemein Hähnchen sau lecker finde und auch gerne esse, aber mich regen immer die fettigen Finger auf. Und das ist dann halt einfach geil damit. Und schon wieder hätte ich was für unter die Dusche, und zwar den Mikrofonschwamm. Und jetzt seid mal ehrlich, Leute, es gibt garantiert viele von euch da draußen, die gerne mal unter der Dusche singen. Und wie geil muss das Gefühl bitte sein, wenn man dazu auch noch ein Mikrofon in den Händen hat? Also, das ist jetzt kein Mikrofon, aber das ist einfach nur zur Darstellung gedacht. In Wirklichkeit sieht das ja so aus. Raus aus der Dusche und rein ins Badezimmer. Aber was ist, wenn das Badezimmer einfach mal so aussieht? Das Ganze ist ein komplettes Badezimmer nach dem Vorbild eines Schweizer Taschenmessers und man hat einfach alles drin. Toilette, Dusche, Waschbecken, Schrank für Verstaumöglichkeiten. Man muss es einfach nur aufklappen, wie man will. Das ist irgendwie voll Hammer. Oh Mann, kennt ihr das auch? Wenn man im Schrank seine Klamotten sucht oder kommt heim und zieht sich aus und wirft seine Klamotten einfach so weg, dann ist die Erfindung wahrscheinlich genau richtig für euch. Das Ganze ist vereinfacht gesagt ein überdimensionaler Wandkleiderhaken nach dem Modell eines Schneestiefels, weil der ja unten auch so Stacheln hat. Und das heißt, ich kann einfach meine Klamotten so gegen die Wand werfen und irgendwo bleiben sie dann einfach hängen. Bam, Leute, was für crazy Sachen. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wenn ihr euch eine von den Erfindungen raussuchen dürftet, die ihr dann nach Hause geschickt bekommt, welche wäre es? Schreibt es mal in die Comments. Und wenn ihr jetzt noch weiterschauen wollt, kommt ihr hier zu einer anderen Folge von Wusstest du schon? Und zwar geht es dort um richtig dumme Erfindungen. Oder ihr klickt mal hier und kommt dort zum Video Dinge, die Chefs nicht sagen. Oh, wow, wow. Und wenn ihr mobil unterwegs seid, stehen allerdings auch mal in der Infobox. Des Weiteren könnt ihr auch gerne mal in meinem Shop vorbeischauen, denn dort gibt es meine fantastischen Bänder. Und dann würde ich mal sagen, alle weiteren Infos zu mir gibt es auch mal in der Facebook-Fanpage, meine Twitter-Page oder meiner Webseite christus.de. Allerdings schon mal in der Beschreibung, könnt ihr gerne auf Instagram folgen und dann sieht man sich im nächsten Video.